Gemeindereferentin ist ein Beruf im pastoralen Dienst und ich bin sozusagen in der Pfarrei mit dem Pfarrer, mit dem Vikar, zusammen im Seelsorgeteam und bin für meine Bereiche sozusagen zuständig. Mein Alltag beginnt meistens morgens in der Schule und dann habe ich mein Dienstgespräch mit dem Pfarrer, dann bereite ich Gottesdienste vor, Treffen mit verschiedenen Gruppierungen. Also das ist eigentlich ganz unterschiedlich. So einen typischen Alltagstag, glaube ich, gibt es nicht in meinem Beruf. Irgendwann in der Schule ist so in der 7., 8. Klasse diese Frage gekommen, ja, was machen wir jetzt? Und jeder hat irgendwo Praktikas gemacht. Und irgendwann dachte ich mir, ja, was mache ich eigentlich? Und habe von dem Beruf Gemeindereferentin, Pastoralreferentin gehört. In der Religionspädagogik lernt man eine schöne Mischung zwischen Psychologie, Pädagogik und der Theologie mit Alten Testament, Neuen Testament, Kirchengeschichte und so weiter. Also es ist eine schöne Mischung. Was ich an meinem Beruf liebe, ist eigentlich, dass es so unterschiedlich ist und dass ich genau in den Bereichen eigentlich arbeiten darf, die mir liegen. Wenn du den Wunsch hast, Gemeindereferent oder Gemeindereferentin zu werden, dann würde ich sagen, ist das ein wirklich ganz besonderer, ganz toller und vielfältiger Beruf. Jeder, der das irgendwie für sich spürt, der soll es einfach ausprobieren.